Mingst noch einen Kaffee? Na, das ist kein Problem. Unsere Svetlana macht dir deine Ohren. Dafür ist sie ja da. Svetlana! Kommst jetzt vielleicht einmal? Aber wo sind wir stehen geblieben? Ah ja, beim Segeltörn. Genau. Also da müssen sie unbedingt das nächste Mal mit. Wir sind so eine nette Clique. Als Golfer, gell? Baubranche, hochtief. Der Hermann geht mit denen am Samstag immer am Platz. Mir ist das zu viel Latscherei. Beim Benefiz, da bin ich mit. Da schon. Dritte bei den Frauen. Immerhin. Na, aber was ich sagen wollte. 2 Wochen. Segeltörn mit Skipper und Koch. Sie. Ein Traum. Svetlana, bitte schön, schau das nächste Mal, dass genug Kaffee in der Kanne ist. Und haben die Buben innere Spülhosen an? Ich hab gesagt, du sollst die Buben anziehen. Jetzt gehst du rein, machst dann Kaffee und dann möchte ich sehen, dass die Buben anzogen sind. Haben wir uns verstanden? Die sind so praktisch, diese Gummihosen. Ich sag's Erna, da brauchst du dein Kind danach nicht einmal mehr waschen. Hemd vielleicht, aber sonst. Bei Manufaktum haben sie es für 130 Euro. Aber woanders dran ist denn nur so ein Klumpo, gell? Was heißt zu warm für Spielchose? Wenn ich sag, du sollst die Buben anziehen, dann tust du das. Das Madel macht mir wahnsinnig, gell? Manchmal, da sehn ich mich direkt nach unserer Wanka. Da habe ich oft die ganze Woche nichts von den Kindern gespürt. Ja, weil es einfach ihren Job du hat, gell? Ich meine, weswegen holst du so ein Madel sonst ins Haus? Obwohl, die Wanka haben wir uns auch ganz schön ziehen müssen. Aber mei, mit der bist du halt nicht deutlich geworden, gell? Ja, ihren Pass kriegt die erst zurück, wenn sie ihr Geld abgearbeitet hat. Aber die jetzt, ich sag's ja noch. Erstens versteht's die nicht, weil sie nicht in Deutschkurs geht, gell? Und zweitens ist die stinkfaul. Stinkend faul. Das glaubt sie gar nicht. Und putzen. Mei. Miserabel. Stab auf die Bilderrahmen. Schlieren an die Fenster. Und das letzte Mal, da habe ich es erwischt, wie es mit dem gleichen Putzlumpen als Waschbecken putzt hat, mit dem es davor einen Lokus putzt hat. Den habe ich ihren Abend angehaut. Da hat es gesagt. Ja, aber wie sollst du es denen sonst beibringen? Das ist mir wurscht, ob es 30 Grad hat. In 30 Sekunden haben die Buben innere Hosen an. Na, wollt's heulen zu ihrer Au-pair-Vermittlung. Aber da bin ich erst recht sauer geworden. Ja, ich lass doch keinen Kasperl aus mir machen, gell? Sollst doch wieder in die Ukraine gehen und sie auf den Maidan erschießen lassen. Ja, ist doch wahr. Da wollen sie in unser EU rein, aber können nicht einmal putzen. Die sollen froh sein, dass wir überhaupt so sozial sind. Du, Svetlana, wenn du jetzt nicht gleich spürst, dann schäbert's. Oder du gehst wieder eine Woche in den Keller. Kannst du aussuchen. Ist doch wahr. Ich lass mir da von so einem Dienst bolzen, nicht in meine Erziehung reinreden, gell?